Der gestiefelte Kater. Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen, der Esel Getreide holen und der Kater die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel und der Dritte den Kater, weil ja sonst nichts da war. Da war er traurig und sprach zu sich selbst: Mein ältester Bruder hat's gut, er ist Müller. Mein zweiter Bruder kann auf dem Esel reiten. Aber was fange ich mit einem Kater an? Ich könnte mir ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen lassen. Was? Du willst mir das Fell abziehen? Oder ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu machen? Da kann ich dir viel besser nützen. Ich brauche nur ein paar Stiefel, damit ich ausgehen und mich unter Menschen sehen lassen kann. Dann soll dir bald geholfen sein. Du willst auf zwei Beinen unter die Leute gehen? Nun, weil du so nett zu mir sprichst, will ich dir gern diese feinen Stiefel hier geben. Wenn sie mich auch meine letzten Taler gekostet haben. Du sollst sie tausendfach zurückhaben, Hans. Und nun brauche ich nur noch einen Sack mit etwas Korn. Und mach mir eine Schnur dran, damit ich den Sack zuziehen und über den Rücken nehmen kann. Und dann behüte ich Gott, Hans. Wie schön ist doch die Welt. Endlich kann ich was Besseres tun, als zwischen den Mehlsäcken Mäuse fangen. Ich gehe auf Rebhuhnjagd. Ich hörte nämlich in der Mühle einen Bauern sagen, dass unser König am liebsten Rebhühner isst. Der ganze Wald wäre voll davon. Aber sie seien so scheu, dass kein Jäger sie fangen kann. Das ist schon eine Not. Jahrelang hat der arme König kein Rebhuhn mehr auf dem Teller gehabt. Na, ich werde ihm bestimmt helfen können, seinen Appetit zu stillen. Wenn ich nichts vom Jagen verstehe, so will ich kein Kater sein. Mit Riesenschritten kam der Kater an den Waldrand. Dort öffnete er den Sack, breitete das Korn aus, die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter einer Hecke. Dann versteckte er sich und lauerte. Sieh mal, sieh! Da kommt schon ein Rebhühnchen geflattert. Na, wenn ich nicht ein guter Jäger bin. Ha, es hüpft in den Sack. Es hat die Körnchen gefunden. Und da kommt noch ein Rebhühnchen. Und noch eins, und noch eins, und jetzt kommt eine ganze Schar. 5, 6, 7, 8. Und alle hüpfen hinein in die Futterkrippe, in den Sack. Ich kann's doch besser als die allerbesten Jäger des Königs. Jetzt flink die Schnur zugezogen. Hurra! Die feinen, zarten Rebhühnerchen sind gefangen. Sie sind mein. Und nun auf zum König. Halli, halla, halli, halla. Ich bin ein Jägersmann. Halli, halla. Vor dem Königsschloss wurde der Kater von der Wache angehalten. Halt! Wohin? Zum König. Bist du toll? Ein Kater zum König? Lass ihn nur gehen. Der König hat auch oft Langeweile. Vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen Vergnügen. Dies erscheint besonders amüsant mit seinem Sack auf dem Rücken und den feinen Stiefeln. Er gebärdet sich fast wie ein Mensch. Melde ihn dem König. Halli, halla, halli, halla, ich bin ein Jägersmann. Halli, halla, ich bin ein Jägersmann. Mit einer tiefen Reverenz trat der Kater vor den König, der erstaunt guckte. Hochverehrter König, Majestät, ich komme mit einer Empfehlung meines Herrn, des Grafen von Carabas, und bringe Majestät einen Sack voller Rebhühner als Geschenk. Ah, mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Jahrelang schon habe ich kein Rebhuhn mehr auf dem Teller gehabt. Der Wald ist zwar voll davon, aber die Rebhühner sind so scheu, dass kein Jäger sie fangen kann. Mein Herr der Graf hat sie höchstpersönlich und sehr trickreich mit Schlingen gefangen. Bitte bestelle deinem Herrn, dem Grafen von Carabas, dass er mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt hat. Wie kann ich es ihm nur danken? Lass dir so viel Geld in deinen Sack füllen, wie du nur tragen kannst. Bring es deinem Herrn, dem Grafen von Carabas, und danke ihm viel tausendmal für sein Geschenk.
Er hat mir eine sehr große Freude bereitet. Der arme Müllerssohn saß inzwischen traurig zu Hause am Fenster, als plötzlich sein Kater hereingestürmt kam, den Sack vom Rücken nahm und das Gold vor ihn hinschüttelte. Da hast du etwas für die Stiefel, Hans. Der König lässt dich auch grüßen und dir vielen Dank sagen. Der König dankt mir? Wofür denn? Ich war auf Rebhuhnjagd. Aber die Rebhühner sind doch so scheu, dass sie kein Jäger fangen kann. Stimmt. Deshalb hat der König ja auch schon jahrelang keinen Rebhuhnbraten auf dem Teller gehabt. 8 Stück habe ich für seine Majestät gefangen und sie im Namen meines Herrn des Grafen von Karabas gebracht. Und das Gold hier, das ist sein Dank an dich. Du hast zwar jetzt Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben. Morgen ziehe ich wieder meine Stiefel an und gehe wieder auf Jagd und übermorgen auch wieder. Du sollst noch reicher werden. Und übrigens, dem König habe ich gesagt, dass du ein Graf bist. Aber ich bin doch kein Graf, verrückter Kater. Dann wirst du eben einer, Hans. Der Graf von Karabas. Am anderen Tag ging der Kater wohlgestiefelt wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang ins Schloss. Damit machte er sich so beliebt beim König, dass er im Schloss aus- und eingehen und umherstreichen durfte, wo er nur wollte. Einmal stand der Kater in der Küche des Königs am Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher und fluchte. Kruzi Türken, ich wünsche den König mit der Prinzessin zum Henker. Ich wollte so gern mal ins Wirtshaus gehen, ein Weinchen trinken und Karten spielen, und da soll ich die 2 morgen spazieren fahren an den See. Zitter und Mordio, ich könnte alles kurz und klein schlagen. Ich habe eine Idee. Der Hans muss an den See. Der Hans muss an den See. Wenn du ein Graf werden willst, so komm mit mir an den See und bade dich darin. Ich soll an den See zum Baden? Bist du gescheit? Und wenn ich nun den König und die Prinzessin treffe in meinen schäbigen Kleidern? Ein feiner Graf, der nichts anzuziehen hat. Darüber zerbricht dir nicht den Kopf, Hans. Du gehst ohne deine Kleider in den See zum Baden. Alles andere mache ich schon. Hans wusste wirklich nicht, was er von dem Plan halten sollte, aber er folgte dem Kater am nächsten Tag, zog sich splitternackt aus und sprang in den See. Der Kater versteckte gerade Hansens schäbige Kleider in den Büschen, als schon die königliche Kutsche angerollt kam. Ach, allergnädigster König, mein Herr, der Graf von Karabas, hat hier im See gebadet. Da ist dann ein Dieb gekommen und hat ihm seine kostbaren Kleider gestohlen. Und nun ist mein armer Herr im Wasser und kann nicht heraus. Und wenn er noch länger darin bleibt, wird er sich erkälten und sterben. Lieber Freund, hör auf zu jammern. Es freut mich sehr, dass ich deinem Herrn helfen kann. Ein Diener muss sofort ins Schloss zurückjagen und die prächtigsten Kleider holen. Der Graf zog die prächtigen Kleider an, und weil ihm der König ohnehin dankbar war wegen der Rebhühner, die er meinte, von ihm empfangen zu haben, so musste er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht böse darüber, denn der Graf war jung und schön, und er gefiel ihr recht gut. Der Kater war vorausgeeilt und zu einer großen Wiese gekommen, wo über 100 Leute waren und Heu machten. Hey, ihr lieben Leute, wem gehört diese Wiese? Dem großen Zauberer. Hört, bald wird der König in seiner goldenen Kutsche hier vorbeifahren. Und er wird bestimmt fragen, wem diese Wiese gehört. Dann antwortet, dem Grafen von Karabas. Wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Der Kater lief weiter und kam an ein Kornfeld, so riesig, dass niemand es übersehen konnte. Mehr als 200 Leute waren beschäftigt, das Korn zu schneiden. Liebe Leute, wem gehört wohl dieses riesige Kornfeld? Dem großen Zauberer! Passt auf, Leute. Bald wird der König in seiner goldenen Kutsche hier vorbeifahren. Er wird euch bestimmt fragen, wem dieses Kornfeld gehört. Ihr müsst antworten, dem Grafen von Karabas. Wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Der Kater eilte weiter und kam an einen prächtigen Wald. Da standen mehr als 300 Leute, die fällten die großen Eichen
und machten Holz klein. Wem gehört dieser wunderbare Wald mit den vielen Eichen? Dem großen Zauberer! Aufgepasst, ihr lieben Leute. Der König in seiner goldenen Kutsche wird bald hier vorbeifahren und sicher fragen, wem der Wald gehört. Ihr müsst dann antworten, dem Grafen von Carabas. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Der Kater lief hurtig weiter. Die Leute sahen ihm alle nach, und weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch davonlief, fürchteten sie sich vor ihm. So kam der Kater endlich an des Zauberers Schloss. Er lief keck an den Wachen vorbei und stellte sich kühn vor den großen Zauberer hin. Man erzählt von euch, großer Zauberer, dass ihr euch in jedes Tier verwandeln könntet, ganz nach eurem Gefallen. Was einen Hund oder Wolf betrifft, will ich das ja wohl glauben, aber die Verwandlung in einen Löwen oder gar Elefanten, das scheint mir ganz unmöglich. Deshalb bin ich gekommen, mich selbst zu überzeugen. Kätzchen, Zwergenkätzchen, das ist für mich eine Kleinigkeit. Gib Acht. Hokus pokus simsalabim. Potztausend! Ihr seid wahr und wahrhaftig ein Löwe. Da kriegt man ja Angst. Elefanten sind mir lieber. Kannst du alles haben, Kätzchen, Zwergenkätzchen. Das ist auch nichts. Hokus pokus simsalabim. Potztausend, das ist wahr. Ihr seid ein Elefant. Das ist ja unglaublich und unerhört. Ihr seid ein Meister der Zauberkunst. Aber ganz schwierig ist es sicher, sich in ein kleines Tier, in eine Maus zu verwandeln. Ihr könnt bestimmt mehr als irgendein Zauberer auf der Welt. Aber das, glaube ich, wird doch zu schwierig sein. Dass ich nicht lache. Eine Maus, ein Mäuschen, nichts leichter als das, Kätzchen, Zwergenkätzchen. Hokus pokus simsalabim. Hokus pokus, sprang der Zauberer als Maus im Zimmer umher. Der Kater hinter ihr her fing die Maus mit einem Sprung und fraß sie auf. Der König war indessen mit Hans und der Prinzessin in der goldenen Kutsche weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. Wem gehört das wunderbare Heu und die herrliche Wiese? Dem Grafen von Carabas, unser Herrn! Ihr habt wahrlich ein wunderschönes Stück Land. Die Kutsche rollte weiter an dem riesigen Kornfeld vorbei. Leute, wem gehört das goldene Korn? Dem Grafen von Carabas, unser Herrn! Donnerwetter, Herr Graf. Große, schöne Ländereien. Die Kutsche rollte weiter zu dem nahen Wald. Ein prächtiger Wald. Und die vielen Holzhauer. Wem gehört wohl dieser Wald mit den vielen tausend Eichen? Dem Grafen von Carabas, unser Herrn. Hier müsst ihr ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht, dass ich so einen prächtigen Wald besitze. Endlich kamen sie an das Schloss. An der Toreinfahrt begrüßte sie der Kater mit einer tiefen Verbeugung. Willkommen, Herr König. Willkommen, teuerste Prinzessin. Ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn des Grafen von Carabas, den diese Ehre sein Leben lang glücklich machen wird. Teuerster Graf. Dieses prächtige Schloss gehört ebenfalls euch. So hört und wisset, dass ich mir für meine Tochter, die Prinzessin, keinen anderen Gemahl wünsche als euch, den Grafen von Carabas. Ihr sollt nach meinem Tode König sein. Der gestiefelte Kater aber soll erster Minister sein. Denn ist er auch nur eine Katze, so hat er doch mehr Witz und Verstand
als manch Mensch. Und weil die Prinzessin dem Hans gefiel, und Hans der Prinzessin noch viel mehr, wurde sofort hier im Schloss Hochzeit gefeiert.